Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV und Friends, meine Lieben. Euer Krauer hat sich einiges für euch wieder ausgedacht für heute. Erstmal werde ich was nachtragen vom letzten Part. Ich habe leider vergessen, die Regeln einzublenden. Also, die blende ich euch jetzt mal eben kurz ein. Also folgendes, TV und Friends, die Regeln. Tor von TV, ein neuer Spieler. Vorlage von TV, ein neuer Spieler. Man of the Match TV, auch ein neuer Spieler. Bei einem Sieg natürlich auch. Und folgendes zu den Upgrades der Spieler. Wir fangen an bei Bronze, dann geht's rüber nach Bronze selten, Silber, Silber selten, Gold, Gold selten und später dann entscheidet ihr mit mir, wie wir uns ein Hybrid-Team bauen. Zum Beispiel, da gibt's ein paar Spieler zur Auswahl und ihr dürft dann abstimmen oder entscheiden, wen wir in das Team reinholen. So, ich blende euch dann die Neuzugänge nochmal kurz ein, weil wir haben ja letztes Mal... Leider haben wir kläglich verloren, aber wir hatten 4 Upgrades und deswegen 4 neue Spieler. Die seht ihr jetzt gerade. Und ja, wir spielen weiter in dem Pokal und dann werden wir jetzt mal in das Team reingehen. Und hier sehen wir jetzt die Spieler. Das ist also die Upgrades. Das ist einmal der Remy, der Innenverteidiger. Dann Mopay als Zentraloffensiv. Der ist eigentlich Stürmer, aber ich habe mir gedacht, den packe ich mal als ZOM rein. Dann haben wir den Yaisien oder Yaisien, der ist auch eigentlich ZOM, aber ich lasse ihn als ZM spielen. Und dann haben wir noch oben links, den Linksaußen, das ist der Balmy. Balmy oder Balmy. Der hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. So, und dann sehen wir es ja, jetzt das Team, wie es jetzt aussieht. Und dann melde ich mich wieder, wenn ich einen Gegner gefunden habe. Also bis gleich, ciao, ciao. So, und dann haben wir auch schon mal einen Gegner gefunden. Und dann fangen wir auch direkt an. So, wie sieht denn der Gegner aus? Also Bewertung ist schon mal 73, Chemie 100. Ein Silberteam, ein komplettes Silberteam mit Bürki in Form. Rüdiger, Diekmeier, Kallas, Durm, Macchiardi, Leitner, Pripp, Risse, Cutlets und Sweatwine, Esswein. Und Trainer ist der Jürgen, unser Cleansy. So, dann komm, gib mal Galle, damit wir ordentlich hier was zeigen können, weil so geht das ja schon mal gar nicht. So, Anpfiff. So. Mopay, dann zeig mal, was du kannst. Der Alusha ist wieder. Der hat mir auch im letzten Spiel schon richtig gut gefallen. So. Die Fuma. Und dann rüber. So. Komm schon. Da haben wir einen S-Wein, von dem ich gerade geredet habe. Der ist auch richtig pacig. Das ist das, was wir nicht so haben. Im Moment. So, Bifuma, komm TV, komm. Außen geht der Balmy. So. Flanke und... Oh, in die Latte, das gibt's hier. Und nochmal drüber. Das ist nicht wahr. Also es geht gut los. Der Eri, das ist auch ein richtig klasse Spieler aus dem Zentralen. Boah, ich bin richtig motiviert für heute, dass wir endlich mal den ersten Sieg einfahren. So. Nochmal rüberlegen. Jetzt nach vorn. TV wartet schon. Rübergelegt. Schuss. Ah. Das war ein Schüsschen eher. Das war kein Schuss. So. Jetzt Eri. Mal verliert den. Ich habe zu lange gebraucht. Besser gesagt, er war es. Der Spieler hat Schuld. Ich habe keine Schuld. So. Odell auf Remy. Oh, der hat gut aufgepasst. Das war kläglicher Fehlpass, aber wir haben den Ball wieder. Balmy, komm, lauf, zieh, Junge. Okay. Wir haben leichte Lags drin, das liegt aber jetzt diesmal nicht an der Aufnahme. Ich möchte mich auch nochmal für die erste Folge entschuldigen. Das liegt jetzt hier am Spiel anscheinend. Oha. Das hier, ja, Elfmeter, okay, da habe ich beim Reden... Scheiße gebaut, aber naja, das passiert kommt in den besten Familien vor, dass man mal einen Fehler macht. Oh Mann, Odell. Ja, okay, wie gesagt, ich möchte mich nochmal entschuldigen für das ganze Geruckel in der ersten Folge. Ich habe jetzt ein anderes Programm zum Aufnehmen und bin jetzt zufrieden. Dann gucken wir mal. Ja, 1:0 für den Gegner ist auch in Ordnung. Weil wer fault und dann das Tor so kassiert, der hat selber Schuld.
Aber wir geben nicht auf. So, TV. Du bist unser Mann. Du musst das Ruder rumreißen. So. Jetzt leckt es wieder dermaßen. Und er macht das Tor. Kurz bevor der das Tor schießt, leckt es dermaßen. Ich kann da leider nichts für. Tut mir leid. Es wird einfach rübergepaced. Meine Spieler sind zu langsam. Gut gemacht. Mehr kann man nicht sagen. Das war wieder abseits. Also manchmal ist das echt komisch, da verstehe ich diese ganzen Abseitsentscheidungen nicht. Manchmal ist das schon berechtigt und manchmal ist es echt... Aber da kenne ich genug Leute, die so denken. Der Badri hält. Jetzt Iri. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Nur diese. Rüber. Omombe. Und nach vorn. Kommt Iri. Rüber da. Und wenn nicht, dann spielen wir den. Und? Jawohl, der Anschlusstreffer. Vorlage TV. Eine Aufwertung. Ein Upgrade. Upgrade, meine Damen und Herren. Besser gesagt, Freunde des Fußballs. Schön gemacht. TV sieht seinen Spieler. Er hätte es auch alleine machen können, aber er ist halt Teamplayer. Er möchte seine Freunde halt bedienen. Und es ist Mopay, der das Tor macht. Der Neuzugang, einer der vier Neuzugänge. Perfekt, das gibt schon mal wieder einen neuen Spieler für uns. Den haben wir. So, Badri. Balmi auf Bifuma. Oh, und Yaisen schießt und verkackt es. Aber es war auch wohl nicht sein starker Fuß. Ruhig bleiben, immer schön ruhig. Nach vorn. Komm, Balmi. Komm, schieß mal. Ah, knapp. Knapp drüber. Schuldigt sich auch dafür, braucht aber nicht. Der Bürki. Mit dem schönen Abstoß. So, TV, komm. Nach außen, da wo der Omombe steht. Komm. Fehlpass. Irgendwie wird hier gerade wieder... Oha. Komm, 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 komm. Jawohl. Ja, das kannst du nicht als Chance sehen, so direkt. So, Mombe, und dann spielen wir den mal rein. Und TV, TV, TV. Ja, ah, mein Gott, ey.
Er möchte gerne zeigen, dass er dass das drauf hat. Ne? Jetzt aber. Ach Mensch! Ist doch nicht wahr. Das gibt's einfach nicht. So viele Chancen. Wir verteidigen immer sehr schön, aber verlieren den direkt. So, jetzt ist die Halbzeit. Die erste Halbzeit und wir gucken uns mal die Spielinfo an. Ja, ich habe 9 Schüsse. 3 aufs Tor allerdings nur. 2-2. Ja. Passgenauigkeit, Schussgenauigkeit. Ja gut, okay, man sieht's ja, dass ich halt nur 3-mal getroffen habe. Also das, also aufs Tor geschossen habe, Entschuldigung. So, auf geht's, zweite Halbzeit. Erstmal eine schöne Balleroberung, Jaisien. Auf Umbombe. Jaisien und? Jetzt ruckelt es komischerweise nach der zweiten Halbzeit. Also, als ob der irgendwas eingestellt hat. Abstoß jetzt wieder vom Badri, der mir auch sehr gut gefällt bisher. Mein Gott, diese dämlichen Lecks, die jetzt auf einmal auftreten. Also, komischerweise kann der Junge aber gut spielen damit. Das ist das, was ich nie verstehen werde. Und schon wieder so ein schönes S-Wein, ein schönes S-Wein-Tor. Natürlich ohne Pace und ohne Sinn. Ach, was rede ich da eigentlich? Egal, wir machen weiter, wir geben nicht auf. Wurde ich weggedrängt. Genau, Junge, einfach nach vorn. So. Es leckt aber auch dermaßen. Das ist unmöglich. Ist unmöglich, ey. Komm, lass mich nicht hängen, Jungs. Jetzt nach außen. Schön auf Balmi. Komm, TV. Ach, Mensch. Eckball. Hoi, da lässt er mal einen hören. Noch eine Ecke. Wir stehen eigentlich immer richtig und gewinnen auch die Bälle, aber... Dadurch, dass sein Team halt von den Spielern her besser ist, es ist alles Silber und auch Schnelligkeit haben wir hier ganz schön zu kämpfen. Natürlich wäre es noch schlimmer jetzt, wenn es Goldspieler wären als Gegner. Oh Mann! Komm schon! Komm schon, komm schon, komm schon! Klar, natürlich. Es war wieder ein Eckball für die Götter.
Worauf wartest du, Junge? Mensch. Also irgendwie sind wir heute in Ungnade gefallen, irgendwie. Das sollte nicht so sein. Aber wir haben trotzdem ein Upgrade. Ein Upgrade. Es ist egal, wie oft wir aus dem Pokal fliegen am Anfang. Wir haben unser Upgrade. Und wir haben TV. Wir haben TV wie Fuma. Da ist dein drittes Tor. Applaus für TV. TV, du zeigst es den Jungs. Du holst deinen zweiten Neuen ins Team. Perfekt. Upgrade Nummer 2, meine Freunde. Super herausgespielt. Sehr geil. Feiert es, Jungs. Feiert es. 3 zu 2. Ein schönes Pesken von Balmi. Und TV lässt sie nicht lumpen und haut rein, den Ball. Es wird wieder mit S-Wein durchgepaced. So wie wir es ja schon die ersten Male gesehen haben. Aber diesmal scheitert er. Ist auch verdient, weil das ist immer das gleiche Spiel die ganze Zeit. Komm, Junge, komm. Ah, Mann. Da war ich ein bisschen durcheinander gerade bei dem Schuss. Was eine Chance, ey, wenn das uns jetzt das alles kostet, du. Schuss. Ein Freistoß, würde ich mal sagen, oder? Ja. Abgefälscht. Jetzt nochmal die Ecke vor uns. Ja, der Ball kommt rein und... drüber geköpft. Oh Mann. Es lässt mich wieder richtig schwitzen, dieses Spiel. Weil es immer so knapp ist. Es ist halt immer so knapp. Ja, da kommt man nicht mit. Die sind halt schneller. Unglaublich, unglaublich, echt. So, jetzt. Nachspielzeit ist angebrochen. Und ich mache einen fatalen Fehler. Und drücke die falsche Taste. Mein Gott. Ja. Es hätte nicht sollen sein. Wir verlieren wieder kläglich das Spiel. Also besser gesagt mit einem Tor. Zwei Upgrades. Würde ich bisher sagen. Wir gucken aber gleich nochmal die Statistik. TV hat heute mal wieder gezeigt, dass das einfach drauf hat. Er ist einfach eine coole Sau. Ja, S-Wein und Risse sind die Übeltäter, die uns die Tore reinknallen. Aber diese Chance am Anfang, boah, wenn wir die schon reingemacht hätten, dann hätte es anders ausgesehen. Na, dann schauen wir mal. In die Stadt. Ja, wir sind wieder raus, ist klar, aber das ist Latte. Das ist Latte. 9,5er Bewertung, Man of the Match, dritte Aufwertung. Alles klar. Einmal Man of the Match, ein Tor. Und keine Torvorlage. Oh, okay. Da habe ich falsch geguckt. Tut mir leid. Zwei Upgrades. Einmal für Man of the Match und einmal für das Tor.
Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, euer Krauer. Ciao, ciao.